Hans Zettel, Josef Schultner, Manfred Klaus, Simon Reintaler und die charismatische Sängerin Sheila Edwards waren es, die kürzlich im Stadtmuseum Wiener Neustadt swingend durch den Abend führten. Anlass war ihr traditionelles Konzert Swinging Christmas. Bereits zum 12. Mal begeisterten sie das Publikum mit dieser Veranstaltung in der Adventszeit. Es sind einfach super Musiker dabei. Der Hans am Klavier ist einfach ein Wahnsinn. Der Schlagzeuger, die Mimik muss man mal beobachten, er ist einfach super. Also wirklich tolle Musiker haben sich da zusammengefunden und es ist einfach schön zum Zuschauen. Ich kann da gar nichts sagen, ich muss ehrlich gestehen, ich bin in der Mittelschule Zeichnen kommt nicht Musik. Also ich kann nur sagen, es gefällt mir. Wir kennen sie schon sehr lange, wir kommen her seit 10 Jahren ungefähr und vor allem die Stimme von der Sheila Edwards, das ist einmalig. Ich schätze diesen Live-Effekt, diese Mischung zwischen Jazz und amerikanischen Weihnachtsliedern. Es berührt mich. Ich bin sowieso von der Art Musik begeistert, bin mit dieser Musik eigentlich aufgewachsen. Und die Stimme von dieser Frau ist phänomenal. Jedes Mal freue ich mich auf dieses Konzert. Sie bringen wirklich herüber, dass Sie selbst eine Freude haben. Und das ist das Schöne an diesen Abenden immer. Und darum gehe ich auch seit Jahren jetzt schon. Geboten wurden anstelle von Ihr Kinderlein kommet und Alle Jahre wieder amerikanische Weihnachtslieder sowie gute alte Jazzstandards. Eindrucksvoll wurde bewiesen, wie sehr sich die eigentlich besinnlichste Jahreszeit durch Musik versüßen lässt. Ich bin aufgewachsen mit Jazz, auch in der Uni. Ich habe mit sehr vielen bekannten Musiker, Jazzmusiker gesungen, Chick Corea. Fällt mir nichts ein jetzt, aber viele, die waren Lehrer da in dieser Uni, wo ich war und das war schön, mit denen zu spielen. Sheila Edwards steht gemeinsam mit Hans Zettel und Josef Schultner seit mehr als 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Sie alle sind, ebenso wie Simon Reintaler und Manfred Klaus, aus der österreichischen Jazzszene heute kaum mehr wegzudenken. Sie sind irrsinnig gute Freunde geworden in dieser Zeit, sie sind fantastische Musiker. Also ich kenne eigentlich in Österreich so weit und breit niemanden, der so singt wie die Sheila. Und der Hans ist einfach ein fantastischer Pianist und zudem der Freund eigentlich, der mich seit 40 Jahren eigentlich begleitet. Beeindruckende Solis, gefühlvolle Nummern und die solige Stimme von Sheila Edwards ergaben Hörgenuss auf höchstem Niveau. I see your lips, your summer kisses. Auch die nächsten Veranstaltungen im Stadtmuseum stehen bereits an. Wir haben das übliche Silvesterkonzert am 31.12. um 16 Uhr. Das ist ganz praktisch, weil da kann man in Ruhe zu Hause noch Silvester feiern oder in der Stadt die Korken knallen lassen. Wir sind um 18 Uhr fertig, also dann spricht nichts dagegen. Und wir haben den Schatzfund von Wiener Neustadt hier im Haus, die 20 Gusto-Stückerl aus dem Sensationsfund, der ein bisschen nördlich von Wiener Neustadt gefunden wurde und der unter dem Titel Schatzfund von Wiener Neustadt in die Wissenschaft eingegangen ist. Swinging Christmas mit Sheila Edwards and Friends, zum 12. Mal aufgeführt im Stadtmuseum Wiener Neustadt. Einmal mehr eine wunderschöne Gelegenheit, sich auf Weihnachten einzustimmen.